Короче говоря, речь об активном драйв-контроле. Und wir haben das schon ein bisschen probiert auf die Strecke, auf die diese Kurven, diese auf der Landstraße, und es ist sehr großer Unterschied zwischen die Generation 1, natürlich, das ist total, und besser als zweite, ja, das merkt man. Oh, ja. Definitiv. Ja. Und dieses System, was jetzt hier drin verbaut ist, verhindert das Wanken noch mehr. Also es gibt fast kein Wanken mehr. Und zwar nennt sich das Active Curve Control und ist eine Hydraulik, die an dem vorderen und an dem hinteren Stabilisator arbeitet. Die arbeitet folgendermaßen, um es kurz zu machen, in allen Fahrprogrammen, also Offroad wie Onroad. Man fährt gerade und das System macht die Hydraulik auf. Das heißt, ich habe einen weichen Stabi vorne und hinten, was zu mehr Komfort führt, wenn ich geradeaus fahre und es sind Hubbel oder Löcher in der Straße. Aber sobald ich einlenke, also Lenkwinkel habe und G-Kräfte, je nachdem wie schnell ich in die Kurve fahre, oder das Auto anfängt ein bisschen zu wanken, was es nicht mehr viel tut, arbeitet der Stabi und dann ist es wie Motorsport. Mal habe ich ihn vorne hart und hinten weich, um mehr Traktion zu finden, mal umgekehrt, mal beides in der Medienstellung. Also das macht alles das System von allein, alles die Elektronik. Короче говоря, здесь при обычной езде ничего не меняется, все мягко и понятно. В зависимости от скорости прохождения поворота, крутизны поворота, сколько G возникает и так далее, подвеска сама, стабилизаторы работают передний, задний в разных режимах, и она подправляет управляемость, то есть переводит из недостаточной в избыточную, если нужно и наоборот, то есть все делает сама. Leider ist es nass, es ist extrem glatt hier. Aber wir fahren auch mit zwei Autos, damit wir hintereinander fahren, damit wir das System richtig auch von hinten beobachten, was schön ist für die Kamera. Ist praktisch diskret, wie okay? Ja, ja, sehr schön. Für die Kamera. Ist nicht Kräne. Es ist ein SUV mit 2,1 Tonnen und hohem Schwerpunkt natürlich. Ja, ja. Und fährt sich aber wie ein Salon. То есть, несмотря на то, что это тяжелый внедорожник, в общем-то, и весит больше 2 тонн, едет как почти как не почти, а просто как седан. Auf ist oder hier so in den leichten Kurven, merkt man sehr deutlich, dass der Stabi weich ist. Das merkt man fast nicht. Сейчас специально проехали по волнистому и сразу все распустилось и машина не скакала там из-за этого. Она стала сразу стала мягкой. Und im Slalom merkt man, dass das Auto eben nicht mehr. А во время слалома видно, что машина не кренится. То есть система все время сама регулирует подвеску. Außen ist mehr Grip für die Rennfahrer unter uns. Rimshot. Also auch bei kleinen Lenkbewegungen bleibt das Auto stabil. Holt uns das andere Fahrzeug, dass man mal von hinten sehen kann, dass da sehr viel Stabilität ist. Теперь мы едем за машиной и смотрим, как это выглядит внешне. Как внешне выглядит, то, что она не кренится и так далее, и так далее. Sieht man, dass sich fast nichts bewegt. Hier bei schnellen Wechseln. Er fährt die Dieselmotorisierung, ich den Benziner. Und natürlich ein bisschen mehr mit Drehzahlen. Она говорит, что впереди едет на бензиновом моторе, конечно, он быстрее, чем дизель. Ага, видишь, как не кренится вообще машина? Ja, das ist beeindruckend. Auf jeden Fall.
Es ist halt unheimlich glatt. Ja, 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 ja. Merkt man. Ja, ja, ja. Aber der wird hier schneller als Porsche Cayenne, 100%ig, ja? Ganz bestimmt. Ja, 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 ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also, keine Frage. Also, es ist wie gesagt schade, dass es glatt ist, weil das dieses Fahrsicherheitsgelände ist, was schon 20 Jahre alt ist, der Asphalt. Aber, ja, also ich meine, das ist unglaublich. Das ist übrigens die erste Klasse, M-Klasse, ist das erste Auto, in dem dieses System verbaut wurde. Первая машина, на которой стоит такая система, и в общем она очень действенна, конечно, себя проявила. Und ich glaube, das hat das beste On-Road und Off-Road, weil es ist im Off-Road einfach fantastisch und im On-Road-Bereich aber eben auch sehr, sehr agil und очень шустрая машинка, очень хорошо ездит по вот таким вот трассам, то есть она совмещает внедорожник и обычный лимузин, качество самое лучшее. Окей, ich hole meine Karte, ja? Ja, danke schön. Und Ihre haben Sie auch, ja?